Juhu in die Welt! Hallo, hallo, wundervollen guten Abend! Ich komme direkt von einer Beach-Tanzparty und ich sehe schon, Lachsforelle hat schon gepostet, let's go, bevor ich schon da war. Juhu, so gefällt mir das. Ihr Lieben, heute mit einem Megathema und zwar sofort göttliche Ordnung in deinem Leben. Wer übrigens hätte das denn gerne? Jetzt warten wir mal, bis einige reinkommen und dann schreibt es gleich einmal in den Chat. Wer nicht hier herinnen ist im Studio, kann gerne reinklicken auf StreamYard. Da ist ein Link oben und dann sehen wir auch deinen Namen. Jawohl, genau. Also, wer möchte denn eigentlich göttliche Ordnung in seinem Leben? Vielleicht gehe ich einfach, während ihr überlegt, will ich das, will ich das, will ich das? Ja, gehe ich mal kurz darauf ein, was das überhaupt bedeutet. Weil wir kriegen immer wieder natürlich als Golden Goddess Academy kommen riesen Fans, die einfach gar nicht genug von Göttlichem bekommen können. Aber wir haben auch solche Leute, die sagen, also wenn du Gott sagst, ja, und wenn du göttlich sagst, ah, da weiß ich nicht so genau. Die Sache ist die, es geht im Grunde um die allerhöchste Energie. Du kannst das auch bedingungslose Liebe nennen, du kannst das Universum nennen, du kannst das große Ganze nennen, du kannst das Einheit nennen, du kannst das Papa nennen, ja, du kannst es nennen, wie du möchtest. Und das Wichtigste gleich vorweg, göttlich sind wir alle. Nur das mit der göttlichen Ordnung, das ist oft so eine Sache, die hätte man gerne. Und da wir nicht unbedingt in der Schule jetzt gelernt haben, wie das so funktioniert, nicht mehr, ist das nicht mehr so gang und gäbe wie die andere Ordnung, die es in einer Küche gibt und in einer Schule gibt und die es in einem Büro gibt und die es in einer Familie oft sogar gibt, ja? So, und deshalb ist die Frage da, wo du eigentlich herkommst. Tief atmen. Erinnere dich, bevor du das Commitment gegeben hast, dass du hier auf diese wunderschöne Mama Erde triffst. Dieses Commitment, das du vorher gegeben hast. Willst du das? Willst du das? Willst du das? Dann schreib mal ein dickes, fettes Ja oder Juhu in den Chat, weil dann schauen wir uns jetzt ganz genau an, wie es da eigentlich dazu kommt. Ja, ein paar Juhus brauche ich da jetzt schon noch. Juhu, Juhu, geht schon los, bravo, sehr gut. Sehr schön, mega, gratuliere. Weil dieses Juhu ist ja nicht für mich. Ne? Das ist ganz wichtig. Dieses Juhu, das ziehst du dir selber rein, wie die königlichste Energy, die du dir geben kannst. Dein Ja zu diesem, deinem Leben. Ja, absolutes Ja, let's go. Ja, du hast einen göttlichen Anteil. Du hast natürlich auch einen weltlichen Anteil. Ja, und da zu allem Ja zu sagen, du für dich mit dir selbstverantwortlich, das ist das Größte, was du dir schenken kannst. Also gratuliere von ganzem Herzen und wir starten, weil es ja um Ordnung geht, was man auch die große Führung nennen kann. Übrigens, das habe ich vorher vergessen, große Führung, göttliche Ordnung ist im Grunde alles das Gleiche. Weil es da um Ordnung geht, starten wir wo man anfangen könnte, wenn man sagt, okay, wie komme ich dahin? Und zwar beim Chaos. Ja? Und Chaos klingt ja zu groß und zu wild, aber die Wahrheit ist, wenn wir uns nicht wohlfühlen zum Beispiel, also vergessen haben kurz, dass wir selber Ja gesagt haben zu diesem wundervollen Leben, das ist eigentlich schon Chaos. Ja? Also wenn wir nicht den ganzen Tag herumgehen und sagen, Juhu, und wie schön ist es hier und wie gut schmeckt das und wie gut riecht das und wie wow, hast du dieses Leben gesehen und dieser Körper. Ja, wenn wir da einfach irgendwas fühlen, was uns verschließt, was uns zumacht, was uns, ja, dann ist
da etwas, was immer wieder in die Ordnung gebracht werden möchte. Und ich sage jetzt nicht, dass man nicht alle Emotionen spielen darf. Ja, egal, ob das Trauer oder Wut ist oder was es auch immer ist, das darf alles sein, muss alles sein, soll alles sein, weil auch das ist gleichwertig, alle Emotionen gleichwertig, um uns eben diese Ordnung zu signalisieren, um uns zu führen, um uns zu den Weg zu weisen, ja, weisen, wo die Weisheit drinnen steckt, also Weisheit drinnen steckt. So, also fangen wir beim Chaos an und wie gesagt, Chaos kann schon sein. Ich fühle mich heute, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob ich da sonst zensiert werde. Ja, und das würde eigentlich schon reichen. Abgesehen davon, dass es vielleicht irgendwas gibt in deinem beruflichen Feld oder partnerschaftlich oder familiär oder so, wo du sagst, ja, Chaos. So, dann kommt jetzt was ganz Entspannendes für dich. Alle, die hier Juhu zu sich selber gerufen haben, jetzt geht's los. Und zwar, wenn du das zum Beispiel die Gottheiten hernimmst aus dem alten Ägypten, wie sie da alle heißen, Aphrodite und Adonis und wie sie da alle heißen, diese ganze Gottfamilie, ja, dann sind das ja eigentlich keine Götter, auch nicht unbedingt Wesenheiten. Es ist eine Geschichte, eine Metapher, die im Grunde verschiedenste Aspekte ausdrückt von zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Wut, ja, verschiedenste Aspekte, die alle in uns sind. Da sind wir wieder bei unserem göttlichen Anteil. Du bist all diese Götter gleichzeitig, ja. Also wie krass ist dieses Leben, wenn du jetzt weißt, du bist all diese Götter gleichzeitig, ja. Genießt du das auch schon? Lebst du das auch schon in voller Ehre, in voller Würde? Das ist einfach eine andere Geschichte. Ober diesen ganzen Gottheiten, also quasi der Big Daddy, ja, nach dem quasi im Familienstammbaum der Gottheiten alle verschiedenen Gottheiten so dastehen, ist Chaos. Ja, und jetzt lehn dich mal kurz zurück und lass das mal kurz wirken. Ja, also ganz oben steht Chaos, der Übererfinder, ja, von all dieser Ordnung, die da so drunter kommt, die zum Beispiel in der griechischen Lehre, wo es um Gottheiten geht, alles verschiedene Götter sind, die einen Namen haben, ja. Da kann man natürlich in jede Kultur schauen. Du findest übrigens überall das Gleiche. Und das ist wunderschön. Und das bedeutet, dass wenn du dich chaotisch fühlst oder Chaos hast in einem Lebensbereich, ja, oder einfach nur dich heute fühlst, ja, Chaos einfach in dir ist jetzt, dann ist alles großartig. Dann ist alles großartig. Ja, weil bei Chaos beginnt das alles. Nur jetzt ist eine Frage, die einzige Frage, und zwar hast du Lust, das nach der göttlichen Ordnung zu geleitet zu haben, geführt zu haben, ja, selber es auch zu verstehen, ja, das ist ein wichtiger Anteil in uns, dass wir unser Gehirn auch verwenden wollen. Jetzt ist es schon da, ne? Jetzt wollen wir es natürlich auch verwenden, wir wollen es verstehen, wir wollen es nachvollziehen, auch wenn es nur einen Anteil hat, weil wir ja auch eine göttliche Stimme in uns haben, die, wenn sie vielleicht am Anfang auch noch ganz, ganz leise ist, immer lauter werden kann, immer lauter werden kann, wenn du ihr auch folgst. Das heißt, wenn du eine Inspiration hast, wenn du eine intuitive Stimme in dir hörst, egal wie die sich ganz wuzi-wuzi leise anfühlt, ja, anhört, ja, fühlen ist eine andere Sache. Das habe ich in ganz vielen Videos übrigens schon beschrieben. Also wenn du jetzt sagst, hä, wie, aber ich fühle doch meine Intuition immer, dann check unbedingt diesen Kanal aus, weil das mit den Gefühlen und das mit den Gedanken ist eine ganz eine eigene Geschichte für sich, was mit dieser Ordnung, die wir heute besprechen, extrem viel zu tun hat. Ich würde sogar sagen, als Mensch die Basis ist. Genau. So, das heißt, richtig, richtig gut, wenn du jetzt
Siehst Ordnung, da ist Chaos, da ist gar nichts dabei, weil das Chaos zeigt nur, jetzt orientiere ich mich wieder nach der göttlichen Ordnung. Und dann kommt, wenn man dieses ganze Spektrum sieht, auch eine Demut in uns hoch, ja, weil das Ganze ist geordnet, das ist geführt vom Göttlichen, ja. Und da ist es so krass, dass wir haben so sehr gelernt, dass wir selbst die Führung übernehmen. Wir machen, was wir wollen, ja. Da gibt es sogar Phasen in unserem Kleinkindalter, wo wir Wutausbrüche kriegen und dann rakatakataka schaue ich, ob ich kriege, was ich will. Und ganz oft ist es, dass das bei kleinen Kindern schon sehr gut funktioniert. Ja, die lernen also von ganz, ganz klein auf. Du, hey, weißt du was? Mach, was du willst. Wenn du herumschreist, kriegst du alles. Ja, wenn du jammerst, wenn du mit anderen schlecht umgehst und so weiter, dann kriegst du alles. Ja, das heißt, da ist ganz, ganz vieles schon verdreht, wie das im Grunde in uns gewachsen und stabilisiert wurde oder eben auch nicht. Und da kommt so eine Demut hoch, so ich habe jetzt die ganzen Tage immer wieder gesungen, ja, I will follow you. Das hört euch das mal richtig volle Kanne an von Whoopi Goldberg, wie heißt der Film eigentlich? Sister Act, ja, wo sie da so richtig abgeht und worum es da eigentlich geht, wenn du jetzt Him als Gott, als was du sagen möchtest, Universum oder Gott hat ja 99 Namen. Kannst du wählen, was du möchtest, aber wenn du sagst, ich folge dieser Ordnung und nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ja, das hat ganz groß mit Hingabe zu tun, mit Vertrauen zu tun. Und dann wollen wir natürlich, wenn wir jetzt unser gemütliches, kuscheliges Nest verlassen, dem wir bisher vertraut haben, dem wir bisher uns hingegeben haben, das war in den meisten Fällen mein Wille geschehe, ja, ich will, ich will, ich will, ich will. Und damit das nicht mehr so wirkt, als wären wir zweijährige Kinder, haben wir es halt schön gemacht, ja, ein bisschen versteckt auch. Und so. Und dann ist es halt einfach wie soll man sagen, eine angenehmere Optik nach außen geworden. Aber ganz tief in dir drinnen ist es immer noch ein, ich will, ich will, ich will, sonst bin ich bockig oder sauer oder böse oder mag nicht mehr oder so irgendwas, ja. Aber diese absolute Klarheit der göttlichen Ordnung funktioniert ganz anders. Das ist wie eine heilige Ordnung, der sich alles nach fügen sollte, fügt sich auch, ja. Wenn wir mit so vielen Willen dazwischen pfuschen, dann dauert es nur etwas länger. Es fügt sich sowieso. Also ist auch vielleicht eine gute Nachricht an dieser Stelle. Es ist sowieso alles in Ordnung. Ja, da kommen wir auch gar nicht drum herum. Also, das ist die ganze komplette Ordnung. Dass wir dieses Lebensspiel als Mensch 369, Körper, Seele, Geist auf dieser Erde jetzt genießen können mit aller Schönheit, die es für uns zur Verfügung hat. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir das Ja gegeben haben zu diesem Dasein, jeder für sich selber. Ja. Oder eben wir wehren uns das ganze Leben und sind immer wieder gegen irgendwas, wollen alles anders, als es ist. Und dann werden wir das natürlich auch erleben, auch spüren, auch merken. Und so oder so, das ist das Krasse. So oder so, das ist das Krasse, ist es dennoch in Ordnung. Du wählst wirklich. Das ist dieser freie Wille, ja. Wo ich manchmal nicht weiß, ob das so eine gute Erfindung war. Aber es ist, wie es ist, die Ordnung, ne? Und deshalb, Halleluja, kannst du wählen, ob du, wenn der Chaos ist, dich der göttlichen Ordnung hingeben möchtest, ja? Du kannst auch wirklich sogar hineingehen in diese Verbindung und sagen, ja, I will follow him, follow him, follow him, wherever he may go, so irgendwas. Oder, aber, wer möchte denn eine richtig, richtig, richtig krasse Übung wie diese Ordnung ganz tief in dir von Grund auf aufbauen, Schritt für Schritt angeleitet, circa 18 bis 20 Minuten, sofort in dein Leben kommt.
Wer möchte das denn? Wer möchte das denn? Der schreibt jetzt mal 369 hier herein in den Chat. 369 steht für Körper, Seele, Geist und Achtung. Die sind nicht zu zertrennen, ja? Sondern das ist eine flutschige Einheit, die du bist, die jeder Mensch ist. Jeder Mensch ist Körper, Seelen, Geist, Verschmelzung, ja? Eine in sich verschmolzene Ordnung, die auch wieder sowieso besteht. Nur es geht in dieser Zeitqualität, die wir jetzt gerade erleben, schon viele Tage, Wochen, Monate, auch Jahre, je nachdem, seit wann du dich auf diesen Bewusstseinsweg gemacht hast, nur mehr ausschließlich um Bewusstsein und wie du dieses Bewusstsein auf dieser Erde spielst. Ganz wichtig. Juhu, gratuliere, da kommen schon wieder ganz viele 369s da hinein. Sehr, sehr cool, weil für euch alle habe ich eine Überraschung, ein Geschenk. Und zwar, weil hier alles startet, ja, und weil diese göttliche Ordnung, die ich würde jetzt mal sagen, diese ganze große göttliche Ordnung, also diese ganze, in Griechenland jetzt zum Beispiel, diese ganze Gottesliste und wie sie geordnet ist und wie das alles funktioniert, weil das relativ komplex ist. Ja, eigentlich ist es eh simpel. Also alle, die jetzt aus unserer Academy kommen, die wissen, wir leben das jeden Tag. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Eigentlich, wenn du es dann mal hast, dann ist es wirklich simpel. Das ist ähnlich wie mit Tanzschritten, ja. Ich komme jetzt gerade von der Tanzfläche, da haben hunderte Menschen getanzt, voll im Flow, ja, richtig, wuh, jedes Lied auswendig gekonnt, jede Pause gepostet, ja. Das ist nur die Übung. Die Grundschritte selber, die sind ganz simpel. 1, 2, 3, Pap, zum Beispiel, bei Bachata, ja? Aber das dann daraus zu machen, ein großes, ganzes Spiel zu machen, ja? Dass das wirklich der Alltag wird, ja? Dass du im Grunde in der, ganz egal, ob du in der Sauna bist oder im Supermarkt bist, einfach drauf lostanzen könntest, auch zu anderen Musikrichtungen den gleichen Tanz, ja? Das kommt nur durch Übung. Practice, practice, practice. Und deshalb ist es auch so cool, wie unsere Academy aufgebaut ist, dass wir wirklich beim Einsteiger, bei der Einsteigermitgliedschaft, hast du uns schon ein ganzes Jahr, wo wir im Abundance Tempel die Gesetze trainieren. Ja, nicht nur Gequatsche, ja. Und nicht nur Theorie, sondern wirklich angewendet jeden Tag für Top-Unternehmer und Leader. Jeden Tag. Ja, wir sagen deshalb immer 369 Tage im Jahr. Haben uns einfach erlaubt, das ein bisschen umzubenennen. Genau. Und wenn dich das interessiert, ja, dann gebe ich dir jetzt von ganzem Herzen aus der Academy die 369 Übung an die Hand, wo du eine Übung bekommst, wo du direkt mit dir so hineingehen kannst, dass du, egal in welcher Situation du gerade fühlst, vielleicht fühlst du dich gerade nervös und überpowered, ja, vielleicht fühlst du dich aber auch gerade traurig und chaotisch und unsortiert oder einsam, ja, egal wo du gerade stehst, das ist völlig egal, wo du dich komplett aus deiner Mitte heraus wieder erinnern wirst an deine drei verschiedenen Kräfte, die dir innewohnen, an deine drei Ebenen, die du die ganze Zeit bist, ja, die ganze Zeit bist, Körper, Seele, Geist, und wie diese Dynamik auch verschmolzen für dich so leben kann in dir, dass du die Übung machst, ist ein Ja zu dir. Ja, dass du nur das Commitment hast und die Intention hast, das zu machen, ist schon das Ja zu dir. Das heißt, das ist das Commitment zum Leben, und dann lass du dich da einfach durchführen und wirst erleben, was für Kräfte in dir stecken, dein allergrößtes Potenzial. Und wenn du dann Lust hast, dass du sagst, davon will ich mehr, göttlichen Gesetze und so weiter, dann gibt's dazu auch noch ein Geschenk, und zwar einen persönlichen Star-Mentor aus unserer Golden Goddess Academy, der dich an die Hand nehmen wird und dir zeigen wird, wie du Gesetz für Gesetz,
in dein Leben, und zwar Partnerschaft, Berufsleben und aber auch der gesundheitliche, persönliche Selbstausdrucksbereich mit deinem Körper, wie das ein perfektes Zusammenspiel wird. Genau, in diesem Sinne, let's go, Party, Party, Party. Jetzt kommt der Link für dich da herein. Ihr seht, ich bin auch noch angezogen von der Party. Ja, ich meine, es ist so lustig, weil dort war ich eine von denen, die am allermeisten angehabt hat, aber vor YouTube ist es dann plötzlich im Bikini wieder ganz was anderes. Also, Party, Party, Party. Wir setzen jetzt den Link hier herein. Du wirst den oben, unten, irgendwo wirst du ihn finden. Und dann kannst du dir einfach deinen Namen eintragen und bekommst quasi diese Übung als Download zugeschickt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz, ganz viel Spaß. Wir freuen uns auch, wenn du uns Rückmeldung. Schön, dass du angezogen bist, Chef. Du bist so lustig. Oh Mann. Wir freuen uns auch, wenn du uns Rückmeldung gibst, weil ich kann dir jetzt schon sagen, diese Übung kann dein ganzes Leben verändern. Wir haben das erste Mal intern nur im Team getestet. Ja, das war so wie einfach mal so diese Zeit, da wirklich das meiste rauszuholen, ganz hineinzugehen. Was bedeutet es überhaupt? Das hat auch ganz, ganz viel mit der Ausbildung zu tun, die wir eben in der Academy gemeinsam machen, Golden Matrix Leader 369 Ausbildung zur Geistheilung. Und das war so eine Basis, ja. Und da hat sich so viel bewegt, da hat sich so viel getan, da hat sich so viel geordnet, ohne da unser Zutun, ja. Eben dieses Dein Wille geschehe. Das heißt, du bleib einfach aus dem Chaos heraus im Commitment wieder in die göttliche Ordnung zu gehen. Und diese Übung baut diese Basis, ja. Wirklich in diese Hingabe hineinzugehen, alles zu geben. Du wirst sehen, diese Übung ist kein Tatütatatata, ja, nur bespielt werden, sondern du musst auch ordentlich was tun dafür. Und wirst dann die Führung erleben, ja, wirst dann einen Zugang bekommen zu der Göttlichkeit in dir. Und dann hat das so viel bewirkt bei uns im Team, dass wir gesagt haben, okay, wir öffnen das für die ganze Academy. Dann haben wir es als Academy alle Teilnehmer, die da waren, noch durchprobiert und auch um Rückmeldungen gebeten. Und das war unglaublich. Es gibt manche, die machen das ein paar Mal am Tag. Und auch schon mit Kind und Mann und der ganzen Familie oder dem ganzen Firmenteam, ja, weil das eben wirklich so wie, wenn du dir vorstellst, du machst eine Übung, wo du komplett in deinem Körper bist, voll committed zum Leben bist und verbunden mit deiner geistigen Welt, mit deiner göttlichen Ordnung, mit deiner Herzensstimme auch, ja. Und dann kommst du zusammen, findet jedes Gespräch anders statt, jeder Tanz anders statt, jede Arbeit anders statt, jede sexuelle Begegnung anders statt mit deinem Partner, aber auch nur mit dir, wenn du einfach nur den Tag genießen möchtest und das mit Ordnung starten möchtest. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Der Link ist noch nicht da, der kommt aber noch gleich herein. Und spätestens dann bei unserem YouTube-Kanal findest du den Link dann genau für dich zum Runterladen. In diesem Sinne, tune dich ein, mach das am besten die ganze Woche, einmal am Tag mindestens, vielleicht sogar zweimal am Tag. Wenn du es liebst, kannst du es so oft machen, wie du möchtest. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag und ich bin schon ganz gespannt, was ihr alle berichtet. Also ganz viel Spaß mit der göttlichen Ordnung und nie vergessen, die Ordnung startet dort, wo du dich erinnerst, dass du, weil du jetzt hier bist, weil du jetzt lebst. Halleluja, danke, dein Commitment zu diesem Leben 369 schon gegeben hast. Juhu!